Ayo, und damit herzlich willkommen zu SML Spieltag. Einem neuen Metronom Battle! Falsches Format. Folge Spieltag 8, glaube ich, ist das jetzt? Ist das 8? Ist das 7? Wir haben noch 3 Spieltage. 8, 9, 10. Wie viele haben wir insgesamt? Ich glaube 9, ne? Ja. Dann ist es Spieltag 7. So. 7? So, Spieltag 7. Ich will nicht verlieren. Ja, genau. Gegen Eismannschnee Krosma, aka von Kiltane und Juligut. Die rotzen wir jetzt einfach mal schnell weg und danach gehe ich eins laufen. Ratzfatz, zack, zack. Zap, zarab, einmal weg den Haut. Schlimme Spinne. Kein Fulipoba. Kein Turtok. Was? Lumineon. Also unser Lumineon ist umsonst dabei. Also ich sehe, Klick F, Klick Hyper Voice. Spaß, Klick Hyper Beam. Ich glaube, deren Pyro-Switchen wird probably Kimeko sein. Wahrscheinlich, ja. Bevor du irgendwas leadmäßig jetzt machst, lass mir auch was nachkalten. Ja, du bist gerade hier am Leggy. Lecky. Also komplett Bad Step. Ja? Unser Lumineon ist so useless. Ja, komplett Bad Step Kimeko. Tank 2 Hyper Voices. Mit einer Roll vielleicht. Also macht 46 Min. Ich kann mir vorstellen, dass die mit Zappler Rang, to be honest, lean. Ja, ist halt casual. Lass mal mit Ice Punch gehen. Oder nicht Crossback. Ice Punch. Ich sag Ice Punch gehen. Okay. Lass den Toxiken. Ja, rein die Olga. Toxic. Geil. Falls sie knocken, ist alles fein. Das war's wert. Den Trade gehe ich ein. Ich würde Dragon Tail. Ja, das resten. Warum die werden halt jetzt slow Wolf zu trimmen. Spaß, alles gut. Ja, Dragon Tail. Lumineon ist halt jetzt absolut unwichtig. Und wir können es in jede mögliche Scheiße reinwerfen. Ja, lass mal Incin in Combusken reinwerfen, wenn wir dem irgendwie blöd gegenüberstehen. Ja, können wir machen. Vielleicht kriegt er sogar doch einen Kill. Okay, das Ding ist getoxt. Da kommt der Wurzwitch. Alka. Hakoma O. Gegen Electros. Der Wurzwitch hat. Oh! Wir haben Skuntank gecrittet. War gewollt. 41%. Electros ist wieder da. Der Wurzwitch hat wie viel gemacht? 16,2. Die haben. Hä? Das ist ein physisches Mate. Also, es muss eigentlich physisch sein. Warum ist das physisch? Oh, das ist doof. Hast du den Eviolite schon abgerechnet? Ja, ich habe Eviolite schon abgerechnet. Okay. Ja. Adamant. Das muss probably Adamant sein. Ich werde überlegen. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt aber wieder Volt switchen. Weiß nicht, ob die noch mehr Damage fressen wollen mit Dragon Tail. Was sagst du, was machen wir jetzt? Wir könnten potenziell weiter Dragon Tailen, verlieren wir nichts mit. Ja, ich sag, wir kriegen Kimek, das Ding auch nochmal hoch. Ja. Drain Punch gehen. Ja, das ist halt physisch. Skunk Tank. Können wir einfach Dragon Tailen? Oder EQ? Ich will halt das Ding eigentlich nicht so sehr angechippt haben, so ich bin am überlegen. Bin am überlegen, ob wir einmal resten. Warte, aber ich lass mich mal kalken. Skuntank macht ja nichts gegen uns. Special macht er halt ein bisschen was. Sagen wir mal das. Poison Jab. Also, okay, P-Jab
kann nicht killen, selbst wenn die Elements sind. Mhm. Wir haben mit Drangtail gecrittet. Wie viel haben wir gemacht? 41. Die haben kein KP-Investment, es war eine Max-Throw oder sie haben Death minus Nature. Also Mix sind vielleicht. Mhm. Ja, ich würde einmal resten. Na gut. Okay. Alright, okay. Alright, okay. Wir dürfen danach aber auf keinen Verdrümmen bleiben, sonst geben wir Schafax zu viel. Oder Junglut. Okay, Kimeko. Ich glaube, die Heal-Bane jetzt. Ja, sehe ich. Saarländer, ohne Sis. Saarländer. Geil. Oh. Ja. Das heißt, sie können auf jeden Fall nicht Heal-Bane. Also wenn sie jetzt Heal-Bane, dann ist es absolut crazy. Und ich kann auch nicht vorstellen, dass sie hier drin bleiben. Nö. Wollen wir knocken? Ja, lass einmal knocken. Ich glaube zwar, die gehen in den Skunk Tank. Ja, wenn sie in den Skunk Tank gehen, können wir dann nach Parting shotten. Ja, oder wollen wir jetzt... Ja, lass knocken. Ist oh. Fein. Okay, Wish. Lass mich mal kalken, was das für ein Damage war. Okay. Das ist Split Staff. 100% it's Bedef. Ja. Okay. Die gehen jetzt probably auf Toxic. Ja. Oder? Könnten sie halt, ne? Könnten aber auch rausgehen in Scan Tank jetzt, um den wieder voll zu kriegen. Ich sag, die gehen entweder auf Toxic. Ja. Oder halt. Ich würde einmal Foul playen. Können wir machen. Schade. Wir Parting shotten, oder? Ja. Das Ding ist halt ein bisschen nervig. Also auf der aktuellen Range können wir es mit Hyper Beam rausnehmen. Ja, aber danach werden wir rausgenommen. Ja. Wollen wir in Lumineon gehen? Ja. Und dann einfach den Toxiken? Ja, lass Toxic klicken. Sie müssen ja potenziell Angst haben vor einem Spec-Set. Nein, müssen die nicht. Ich hätte Angst vor einem Spec-Set. Schade. Sagst du, die gehen jetzt raus, weil sie kein Toxic abfangen wollen? Die gehen jetzt safe ins Gun-Tank. Okay, also U-Turn wir. Ja. Wir bieten ihn halt mit, sowas wie, wir bieten ihn halt mit Persian auch, weil wir Rest haben. Mhm. Oh, ich hätte jetzt so gern Substitute, ne? Ja, fühle ich. Ich trau mich nicht in Weezing zu gehen. Ja? Ich trau mich nicht in Weezing zu gehen. Oh, wir haben ihn schon wieder gecrittet. Ich sag, wir gehen nochmal Persian. Ja. Kann sein, dass sie uns toxicen wollen. Nö. Die wishen jetzt. Gehen wir hart wieder in Lumineon? Kein Parting shotten. Ich kann mir vorstellen, sie protecten. Oder als Zeit. Entweder die protecten, keine Ahnung. Können. Ja, okay, wir Parting. Na, ich will nicht so viel HP verlieren. Ja, dann lass den Lumineon. Hart. Na, warte, gib mir eine Sekunde. Zu spät. Okay. Ja, war Protect gewesen. Ich glaube, jetzt protecten sie nochmal. Lass nochmal U-Turn. Nee, ich will den getoxt haben. Lass. Ja, aber ich kann mir vorstellen, die müssen doch rausgehen. Die können ihn nicht toxiken lassen. Anscheinend schon. Okay, drück einfach. Warte. Ich mach den. Du sagst, er ist offensiv, ne? Ich sag, der ist physisch offensiv. Ich weiß nicht von den KP-Best. Wo der offensiv ist, ist mir gerade scheißegal. Die können doch immer eine AV haben, ne? Ja, das ist das, was ich gerade überlege. Die könnten noch AV haben. Das wäre dann allerdings ein bisschen nervig. Warte, wo ist er? Pyro, da. Macht mit Hyper Voice auf ein AV. Ja, warte, die sind nicht HP invested. Sind sie nicht? Oder meintest du das nicht vorhin? Oder hast du nur den Schaden? Ich habe nur gesagt, die sind physisch offensiv, aber die sind voll KP. Achso, okay. Dann kriegen wir den auf keinen Fall. Also wenn sie AV sind, kriegen wir den nicht gekillt.
Okay, in was gehen wir raus? Wir könnten mit Lucha Profi setupen. Maybe. Was haben die denn noch? Die haben Volt Switch, Drain Punch. Ich sag, die brauchen halt doch. Was haben die denn? Ich guck mal, wie viel Schaden vom physischen. Weil der ist halt Element, so wie es auch. Oder zumindest. Naja. Also wir kriegen wahrscheinlich nicht viel von dem letzten Move. Was kann der Thunder Punch? Ja, ja, da kann Thunder Punch. Aber das können wir wegstollen. Ja, lass in den gehen. Und einmal Call Mind, ne? Einmal Call Mind. So. So. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt maybe Volt switchen into Kimeko. Ja. Okay. Sie gehen nicht hart. Ja, sie gehen. Ich sag, die gehen Volt Switch into Kimeko. Kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist, was machen wir dann? Sanaconda. Okay, wie viel kriegt das von uns? Kann der. Ich guck mal, ob der Stonehenge kann, by the way, gerade. Der kann, glaube ich, nur Steinhagel. Da kann Stonehenge potenziell. Okay. Schneller als wir können, kann er nicht sein, dass schon mal was Gutes ist. Außer er ist Jolly Scarf. Wir können potenziell einmal roosten. Und so gerne einfach den einmal Hurricane. Oder wollen wir Hurricane? Also wenn er physisch offensiv ist, dann. Wenn er defensiv ist, dann hat er keine Chance, uns zu töten. Ja, lass Hurricane. Geil. Wir treffen sogar. Jappa. Ist egal. Stone Edge killt nicht. Okay, jetzt kommt das Prediction Game. Die können jetzt auf Full Risk auf EQ gehen, weil sie denken, wir roosten. Und ich sag mir Hurricane. Ja, bin ich auch dabei. Ich sag, wir gehen den Gamble ein, weil wir vertrauen unserem Lucha-Profi. Ja, der hat noch nie so groß Meldern gemisst. Sag das nicht. Don't call it Schnitzel. Ich hab hier gar nichts gesagt. Ich trinke doch nur mein Bier hier nebenbei. Alkohol während der Aufnahme? Oh, Electris, okay. Electris. Können wir gegen den nicht einfach roosten? Ja, wir roosten. Nehmen wir doch nichts mit. Old Switch. Holst du mal einfach gar nichts mehr? Wenn er Kombusten geht, ist es Kombusten physisch. Okay, Kombusten. Kriegt er noch gar kein Speed Boost getriggert? Nee. Ist mir letztes Mal schon aufgefallen, wenn sie den per Momentum reinholen oder sie haben die Fähigkeit verkackt. Hey, wollen wir einfach Harry? Können wir den mit Revelation nennen? Ich sag die Protecten halt und ich würde halt da gerne drauf roosten. Können wir auch gern machen. Wieder. Okay, die würden angreifen. SD. Jetzt kommt der Speed Boost. Oh! Das können wir auch. Oh. Ja. Leben wir einen Hit auf plus 2? Nein. Es kommt auf an, was halt Pin Set. Nee. Ich sag, wir gehen Lumineon. Okay. Oder warte, gib mir eine Sekunde. Nennt halt auch Tons of Damage. Ich sag, wir müssen Lumineon hier sacken. Okay. Ich habe nicht gedacht, dass die hier drauf gehen, dass wir den Protect predicten. F-Punch. Okay. Jetzt sind sie auf jeden Fall schneller. Wir müssen scrollen, ne? Warte. Oder Toxiken. Warte. Ich warte. Hätte der uns, der Fire Punch uns gekillt? Das hält mich gerade. Wenn nicht, dann bin ich. Ja. Hätten wir gelebt. Oh, Alter. Kalk doch vorher nach.
Ja, ich wusste, woher soll ich denn wissen, dass die Fire Punch spielen? Fire Punch gehen, Ice Punch gehen. Okay, jetzt die Frage. Wir haben uns damit ein bisschen zurückgeworfen. Toxic oder Scald? Also Brick Break killt uns. Dann müssen wir halt eingehen. Natürlich können wir jetzt sagen, wir gehen in Weezing oder in Hakamo. Okay, wem spielen wir das? Wir können, wenn wir Weezing gehen, töten wir die nicht. Richtig. Und sieh mal, mit Fire Punch können sie uns two-hitten. Und wir two-hitten sie nicht. Das heißt, wir müssen potenziell Aroma Therapy drücken. Ich sag, wir gehen jetzt in Weezing und drücken Aroma Therapy. Okay. Oh nein. Warum esst die die? Alter, die rissen ja gerade alles. Dirty, was machen wir? Wir müssen Aroma Therapy. Okay. Na. Hier ist Combusken. Mann, hätten wir einfach Harry Kane getroffen, dann wäre das Ding tot. Ja, wär's. Wenn das getroffen. So. Die Frage ist, sacken wir den? Ich sag ja. Müssen wir. Also Strength Team. Ja. Ich sag, wir müssen Hakamo gehen und Dragon Tailen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Yeah. Wir können auf dem resten. Ja. Die Frage ist, kennst du? Okay. Ja, kennst du. Wenn wir jetzt resten, gehen sie da nicht einfach wieder raus in Combusken? Aber ich glaube, das müssen wir eingehen. Wir brauchen den bei einer Range. Ich weiß nicht. Warte mal. Wir würden jetzt resten, richtig? Ja, die Vote switchen. Wir könnten auch alles außer Chimeko kriegt halt, oder Chimeko kriegt der EQ-Damage. Wollen wir einfach... Wir können den nicht sacken. Wir kriegen den halt nicht mehr wach. Wir kriegen den halt mit Zeit wach, maybe. Ja, toll. Okay. So, jetzt dürfen wir nicht missplayen. Fracture. Okay. Die werden jetzt auf... Wollen wir auf den D-Dance in Lucha-Profi gehen? Ich sehe, was du machen willst. Ich sehe halt, der macht zu viel Damage. Ja, der macht uns halt auch zu viel. Vor allem, da wir kein Evio-Light mehr haben. Und so können wir... Das Ding ist, normal leben wir einen Hit. Mit Dragonclaw leben wir ja auf Safe. Und wenn sie jetzt auf die D gehen, nehmen wir die D mit und sind schneller. Alles andere kriegt, weil wir Weezing nicht mehr haben, zu viel Damage. Ja, lass Oricorio gehen. So, bitte funktioniert. Danke. Ah, oh, Dancer. So eine gute Attacke. Hurricane. Und auch Mist. Nee. Confusion. Schade. Okay. Das tötet jetzt alles. Könnte Persian einleben. Persian lebt kein. Wir müssen auf die... Wir sind doch mit Persian schneller als Element. Wir müssen gucken, ob es Element ist. Ja, gib mir kurz eine Sekunde. Okay. Ah, Outrage killt Oricorio auch so. Okay. Könnt natürlich auch Lumineon jetzt hacken. In der Hoffnung, dass er nur zwei Runden kriegt. Ich würde eher Hakamo fast hacken. Können wir auch machen.
Ja, das Hacker muss hacken. Ja. Und dann einfach Dragon Tailen. Oh. Tschüss. Zwei Runden? Schade. Okay. Persian. Hoffen, dass sie Adamant sind. Ja. Und Fullplay. Oder Knocken. Ist eigentlich egal. Okay. Oh, Jolly. Okay, wir müssen in Pyro gehen und irgendwie gewinnen. Hyper Voice. Ja, wir müssen ja eh auf Hyper Voice jetzt gehen. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen. Dankeschön. Okay. Das Problem ist Kimeko. Den kriegen wir nur getwittet. Kriegen wir nur getwittet. Und der Tox uns. Der Tox Protect stallt uns. Das heißt, wir müssen rausgehen im Illuminium, maybe. Und den selbst toxicen. Ja. Okay. Aber ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. So. Das Ding, wir gehen jetzt immer auf Protect. Ja. Das heißt, wir U-turn einfach einmal, oder? Ja. Als ob die jetzt drin bleiben. Die gehen auf Wish, aber. Ja, wir müssen halt hier in Pyro gehen. Ja. Das wäre so schön. Wir gehen auf Protect jetzt. Hm. Okay. Sag, wir müssen Dark Pulsen. Können wir. Aber Dark Puls lässt halt das Combusken immer reinkommen. Ja. Müssen, glaube ich, nochmal Hyper Voicen. Ja, lass Hyper Voicen. Ja, Protect. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen auf den Toxic Mist. Das ist unsere legit unsere letzte Wincon. Oder wir sagen, wir gehen nochmal in Lumineon. Können wir meinetwegen nochmal machen. Ja. Dann irgendwie nochmal versuchen, den zu toxicen. Oh, Psychic. Scheiße. Oh, wären wir jetzt drin geblieben. Ja, lass Toxic. Ja. Ey, wären wir drin geblieben, wir hätten es gewinnen können. Okay, das Ding ist getoxed. Ja. So, wir Hyper Voicen. Müssen wir. Wir müssen jetzt hoffen, dass alles mit Hyper Voice killt. So, da ist der Two-Hit. Ist das ein Missklick? Wenn das Combusten Protect hat, dann Ja, wenn das jetzt Protect hat, dann haben sie gewonnen. Okay, da jetzt haben sie gewonnen. Ja. Ich fand, die haben das schlecht. Ich finde nicht schlecht gespielt, aber die müssen manchen Spielen stellen. Die weird gespielt. Sehr, sehr risky und ballsy gespielt. Die haben ab und zu das gemacht, was wir letzte Woche gemacht haben. Ja. Wir haben das an manchen Spielen Stellen zu overpredicted. Mhm. Wir waren eigentlich super, super lange ahead. Aber haben halt an so manchen Stellen nicht gedacht, dass die Plays machen. Ja, also eigentlich, ich weiß nicht, meiner Meinung nach war der Hurricane. Ich glaube, bei Combusken, als sie den erstes Mal reingeholt und auf SD gegangen, ich glaube, sie haben auf den Hurricane Mist gehofft. Ja, das war my bad. Also ich weiß es nicht, Also die killen uns halt mit Flare Blitz. So, wir können halt nicht davon ausgehen, dass sie keinen Flare Blitz haben oder so. Mhm. Ja, dann halt die drei Runden mit Fracture waren unlucky, sag ich mal, aber halt, ist halt normal. So kann man, wenn die Adamant oder so Adamant sind, dann böllern die uns halt um. So Adamant Life Orb. Ja, wir hätten immer Hurricane sollen eigentlich. Ja. Ich glaube, Hurricane war immer unser Play, weil sie nicht, uns nicht One-Hit-KO'n. Ja. Aber das ist, da wollte ich dann halt gerade zu viel. Kacke. Ja, war schlecht gespielt. Von mir. So, wen haben wir jetzt noch vor uns? Spielplan. Okay. Aber wir müssen ich habe Kai versprochen, wir besiegen Cringe. Ja, wir müssen jetzt Cringe weghauen. Die Cringe haben wir am letzten Spieltag, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Lass mal. Ich sag, unser Teambuilding war noch gut,
also so, wir haben es halt bloß schlecht gespielt. Ich sag, das war bis jetzt so vom Spielerischen her, glaube ich, wahrscheinlich das Schlechteste, was wir diese Season gemacht haben. Traurig, aber wahr, weil ich fand unser Matchup super gut. Ja, unser Matchup war auch gut. Ich hätte gesagt Discord. Ist okay, ja. Ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt weiter uns selber schlecht reden. Bei Yamari verlieren wir alle Kämpfe. Yay. Ey, wenn wir nächste Runde... Nein, wir müssen den letzten Spieltag bei dir machen. Das ist gegen Kuchi. Okay. Egal. So, ich würde sagen, keine Ahnung, haut rein. Schaut müssen wir auf den nächsten Video. Schaut bei Dirty nächste Woche vorbei. Goodbye.